Auf der Merseburger Straße hat sich am Mittwoch ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem 4 Menschen leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen war ein 73 Jahre alter Autofahrer aus Halle beim Versuch, die Fahrspur zu wechseln, zwischen 2 Lkw geraten. Die beiden Insassen auf der Rückbank des Mazda wurden dabei eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Sie sowie der Fahrer und Beifahrer des Pkw wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Für eine Stunde musste die Merseburger Straße zwischen Huttenstraße und Fennerhöhe stadtauswärts gesperrt werden. Angaben zur genauen Schadenshöhe konnte die Polizei noch nicht machen.